wollte die der Dinobot U5 Mini beiliegende Fernbedienung U5 Air Remote beim ersten Start von Android nicht erkannt oder danach gesucht werden, ist es natürlich auch möglich, nachträglich die Air-Maus mit der Dinobot über Bluetooth zu pairen. Doch was beschreibt eigentlich die Formulierung Air-Maus? Bei der Beschreibung geht man von einem kombinierten Gerät aus Tasten und einer Zeigevorrichtung aus, was zum Beispiel auch ein Mausersatz oder eine Sprachsteuerung sein kann. Um die Air Remote mit der Dinobot über Bluetooth zu pairen, gehen wir in die ATV-Einstellungen und Fernbedienung, danach Zubehör. Dort aktivieren wir die Funktion Zubehör hinzufügen. Nun startet die Suche nach dem Zubehör. Sollte die U5 Air Remote nicht in der Liste angezeigt werden, drücken wir für 5 Sekunden die Settings-Taste. Nun sollte sie in der rechten Liste erscheinen und wir bestätigen die Auswahl mit der OK-Taste. Das erfolgreiche Pairing wird angezeigt und die Air Remote steht uns ab sofort zur Verfügung. Ein erster Funktionstest über eine Spracheingabe durch Drücken der Mikrofontaste während des Startbefehls sollte das bestätigen. Netflix. Kodi starten. Die Funktion Maussteuerung aktivieren wir durch Drücken der Taste mit dem Maussymbol auf der Fernbedienung. Diese Funktion ist besonders in Apps hilfreich, die nicht für Android TV optimiert sind.